Mein Gast heute im Nemataion ist Michael Staudinger und gemeinsam knüpfen wir an den Fäden der Geschichten. Danke, dass du da bist, Michael. Wir kennen uns als Podcaster-Kollegen. Ich hatte die Ehre, der erste Interviewgast von Leben und Welten zu sein. Dein Podcast ist natürlich auch unten in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Du bist aber auch Musiker und du interessierst dich für die Biografien der Menschen. Das ist etwas, was so für mich ganz herausragend war, immer wieder, wenn wir uns getroffen haben, deine Fähigkeit, die Geschichten rauszuarbeiten, die das Einzigartige sind an den Menschen. Aber Ja, ich habe vielen dich noch Dank nie. dafür. Bitte? Vielen Dank dafür Ja, für deine Bitte. das ist auffallend. Aber ich habe dich noch nie gefragt, was deine Lieblingsgeschichte in der Kindheit war. Tatsächlich noch nicht, nein. Meine Lieblingsgeschichte war Momo. Also die Geschichte, die mit Nachhall mich bis heute begleitet, muss ich fast sagen, ja. Wieder mal Michael Ende. Hast du Er ist, Geschichten? ja. Michael Ende, genau. Das habe ich vergessen zu sagen. Ich weiß, deine erste Folge war auch mit Michael Ende, die unendliche Geschichte Ja, ganz genau. von Nemataion. Genau. Ich erinnere mich extrem gut daran, wie mir meine Mutter Momo vorgelesen hat als Kind immer vorm Einschlafen. Das ist absolut unvergesslich. Wie hast du Momo kennengelernt? Als Buch? Hast du den Film zuerst gesehen? Oder was war so dein Zugang? Ich habe den Film Titanic gesehen. Ich habe Momo über das Band. Meine Tante hat es damals gelesen und bild mir ein, sie hat davon geschwärmt und mir hat es nicht losgelassen. Sie hat mir das Buch geschenkt und ich habe das verschlungen und war von Beginn an sehr gefesselt von der Figur der Momo. Also im Grunde ist auch diese Figur genau das, was hängen geblieben ist. Also die Persönlichkeit dieses Mädchens. Diese Kraft des Zuhörens, die Momo besitzt, muss man ja sagen, und diese transformative Kraft, mit der sie, und vielleicht kurz die Vorgeschichte, es ist ja, Momo ist, glaube ich, aus einem Waisenhaus Haus geflohen wahrscheinlich, so der Ursprung, ist in eine Stadt gekommen, hat sich dort in ein Amphitheater, hat sich dort gemütlich eingerichtet und die war im Prinzip am Anfang allein, aber die Dorfbewohner, die halt auch, oder die Stadtbewohner, muss man sagen, die sind auf Momo aufmerksam worden und haben ihr das gebracht, was sie zum Leben gebraucht haben und haben halt sofort in ihr eine sehr gute, ja, Freundin, Zuhörerin erkannt. Das heißt, die Leute sind auch wirklich mit ihren Problemen und Lebensthemen zu ihr gekommen. Und die Transformation dieser Probleme oder Herausforderungen, die diese Menschen gegenübergestanden sind, ist passiert durch eben Momos Gabe des Zuhörens. Und das ist etwas, das mich nie losgelassen hat. Die Geschichte ist ja viel, viel größer, geht ja weit drüber hinaus und gibt auch wunderschöne Figuren. Aber genau, das war so der Aspekt, der bis heute nachhallt. Jetzt verstehe ich dich noch ein deutliches Stück mehr. Genau das, wie gesagt, zeichnet dich aus, dein Zuhören können. Führst du das auf Momo zurück? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich führe es eher darauf zurück, dass ich früher eher ruhig und introvertiert war und einfach hauptsächlich, also mehr zugehört habe, als wirklich selbst gesprochen. Ich muss ja gestehen, nachdem du mich jetzt eingeladen hast, habe ich auch, mir fällt ja immer Momo ein, wenn es um die Geschichte meiner Kindheit geht. Entschuldige, du warst kurz unterbrochen. Dir fällt immer Momo ein, wenn es Okay. um die Geschichte deiner Kindheit geht, habe ich noch gehört. Ja, genau. Wenn es um die Geschichte meiner Kindheit geht. Und ich versuche dann halt auch diese Analogie zu finden zu dem, was ich jetzt mache. Also ob das wirklich auch damit zusammenhängt. Also diese Frage, die du gerade gestellt hast, stelle ich mir selber auch. Ich glaube es jetzt per se nicht, aber ich glaube, dass es damit was zusammen, dass es so prägend war, die Geschichte, muss mit dem zusammenhängen, dass das eigentlich das ist, was mich vielleicht zu einem großen Teil auch ausmacht. Ja. Weil ein wesentlicher Aspekt von MoMA, wenn nicht sogar der wesentliche Aspekt von MoMA, ist ja Zeit. Es geht ja um, da gibt es ja die grauen Herren
Und die Grauen Herren kommen ja von einem Tag auf den nächsten in diese Stadt und bieten den Menschen, die ja arm sind und die eigentlich nichts anderes haben als Zeit und Freundschaft und Beziehung, im Gegensatz, also im Ausgleich zu ihrer Zeit, alles Mögliche an. Und da gibt es halt diese Zeitsparkasse und die Menschen sparen Zeit und bekommen dafür ein materiell, sagen wir mal, besseres Leben. Und es, die Welt, je mehr Macht diese grauen Männer bekommen, desto grauer wird die Welt halt um Momo oder wird die Welt in Summe. Und, man, und die Menschen, die da sind, verlieren halt mehr und mehr an Zeit. Und auch dieser Aspekt oder der Geschichte eigentlich ist, hat da unglaubliche Kraft. Und diese Bildsprache ist für mich auch sehr bezeichnend für etwas, das mich, glaube ich, immer sehr bewegt hat, einfach die Prioritätensetzung im Leben. Und auch diese Frage nach, wer hat die Kontrolle über die Lebenszeit, beziehungsweise wie fühlt man seine Lebenszeit? Und das bringt eigentlich diese Geschichte wunderschön auf den Punkt. Ja? Total, total. Also ich habe ja auch Beppo Straßenkehrer geliebt zum Beispiel. Der ist für mich einer der größten Zen-Meister überhaupt. Wie du sagst, ich habe mir das gerade gestern gedacht, das, also wenn Zen beschreibt, dann ist es der Beppo Straßenkehrer. Und Meister Hora natürlich, mein unglaublich, Cassiopeia. Also es ist so ein Zauber, den Michael Ende da in unsere Welt gebracht hat damit und den du jetzt wieder anklingen hast lassen. Danke dafür. Ja. Danke, dass du uns an die transformative Kraft des Zuhörens erinnert hast. Daran kann ich nur appellieren. Ich auch. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, gute Zeit. Wie gesagt, Beschreibungen und Links immer unten in der Sendungsbeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Die Welt ist magisch.